Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich einen Roller-Check mache. Ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht und muss jetzt sowieso noch einkaufen und werde die Gunst nutzen, einen Roller-Check noch zu erledigen. Alles, was ich dafür brauche, ist nicht meinen PKW, sondern ich benutze in dem Fall den Nahverkehr. Ist ganz einfach. Wir verdienen ja nicht so viel, dass wir hier ein Kleingewerbe anmelden oder dergleichen. Deswegen können wir natürlich auch Fahrtkosten schlecht absetzen. Damit das Ganze wirtschaftlich bleibt, ja, rentabel bleibt, mache ich das Ganze mit einer HVV-Card. So sieht das Ganze aus. Der ein oder andere, der aus dem Bereich Hamburg oder Hamburger Umland kommt, der kennt das. Mit dieser Karte, das ist ja, so eine Art NFC-Schnittstellenkarte, so kann man auch sagen. Die lege ich beim Busfahrer drauf und damit kann der prüfen, ob meine Karte gültig ist. Ne? Kurz erzählt, also wir sind hier im Hamburger Umland sehr modern. Ne? Bei einer CC-Karte zahle ich knapp 40 Euro im Monat, habe dafür drei Zonen, das heißt drei Bezirke, die ich abfahren kann. Mit Bus, Bahn, Zug, das ist alles sozusagen eine Gesellschaft. Das heißt, da bin ich, wenn ich innerhalb meiner Zonen und Ringe mich bewege, bin ich da vollkommen autark, kann Bus, Bahn, was auch immer nehmen. Jetzt wollen wir aber nicht lang schnacken, wir wollen mal starten und ich nehme einfach mal mit, wie das Ganze abläuft. Also, damit. So, noch einen kleinen Schnack mit dem Busfahrer gehalten, den ich hier kenne, privat. Und da ist schon unser Objekt der Begierde. Ich glaube, man sieht es gar nicht. Es ist schon so dunkel, es ist 20 Uhr. Ja, aber hier steht es, glaube ich, auch nochmal irgendwo Netto. Hier, da. Hier fängt er an, da endet der Netto. Das ist bei weitem nicht so groß. Aber irgendwie will das hier nicht grün werden hier. Das sind so Ampeln, die brauchen immer gefühlt 3 Minuten. So, wir warten aber schön, bis es grün wird. So. So, herzlich willkommen. So, und hier im Eingangsbereich, da finden wir dann immer die Obst- und Gemüseabteilung. Und hier beantworte ich auch gleich die erste Frage von euch, die so ziemlich am häufigsten gestellt wurde. Und zwar bei freiem Obst und Gemüse, also nicht verpackt. Da haben viele von euch Probleme, irgendwie rauszufinden, wo der Ursprung des Gemüses ist. Dabei ist es gar nicht so schwer. Schauen uns hier mal die Kästen an. Haben wir Mitarbeiter in der Nähe. Es ist meistens so, wenn man Roamblatt-Checks macht, sind immer Mitarbeiter in der Nähe. Diese Karten hier sind ganz entscheidend. Da steht alles, was die Reviewer zu der Ware wissen wollen. Welcher Ursprung, welcher Lieferant. Ne? Also achtet immer auf diese Kärtchen. In den meisten Supermärkten sind aber gerne mal die Kisten irgendwo einsortiert, so dass ihr die Kisten hochheben müsst, um an die Schilder ranzukommen. Hier ist jetzt optimal in Greifhöhe. Das ist nicht immer der Fall. So, dann kommen wir jetzt auch zu dem Check, den ich hier sowieso jetzt in diesem Markt mache. Wir befinden uns, wie man unschwer erkennen kann, in der Süßwarenabteilung. Es geht hier um die Schokoladentafeln, vielmehr noch die Rittersporttafeln. Wir sehen hier zwei Kartons. Ist alles relativ überschaubar. Wir müssen jetzt nochmal zusehen, dass wir die Fremdwaren hier rausnehmen, damit wirklich nur Rittersport drin ist. Können das schon mal so ein bisschen ordnen. Das Ganze, das ist sehr überschaubar. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Zwei Kisten, nicht mehr besonders viele Tafeln, keine weiteren verschlossenen Kisten. Das wird damit nicht so ganz so aufwendig, der Check. Das ist übrigens ein Regalmeter vom Anfang der Leiste bis zum Ende der Leiste. Ja? Wurde ich auch in mehreren Videos gefragt. Das ist ein Regalmeter. So, ich werde jetzt meinen Schokoladencheck hier erledigen. Wenn ihr noch irgendwas anderes live vor Ort sehen wollt, mehr Videos live vor Ort, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann werde ich dem nachkommen. Wenn ihr irgendeinen anderen Check erklärt haben wollt, wie der funktioniert, haut es einfach unter eins der Rumbler-Videos. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.